So Leute, jetzt hier im Teil 2 dieser ganzen Geschichte. Vorher haben wir uns angeguckt, dieser Übertragungskanal des Kabels ohne Berücksichtigung von C. Ne, andersrum, ohne Berücksichtigung von L. Jetzt gucken wir uns das Ganze an mit der Berücksichtigung von L. Dann sieht das Ganze so aus. Also C lassen wir jetzt einfach mal weg, der Einfachheit halber hier. Und ja, wie sieht es jetzt hier aus? Also ich habe wieder Innenwiderstand und diesen Leitungswiderstand zusammen Rx 0,2 Ohm. Hier die Induktivität und hier der Lautsprecherwiderstand. So, Übertragungsfunktion wieder U2 durch U1. Kennen wir ja das ganze Gebilde hier schon. Ist RL durch Rx plus RL. RL plus J Omega L. So, das Ganze da ein bisschen umfriemeln. Also wir teilen hier durch Rx plus RL. Rx plus RL. Dann erhalte ich hier RL durch Rx plus RL. So. Und hier habe ich wiederum 1 plus J Omega L durch Rx plus RL. So. Das ist ja letztendlich hier wieder ein Vorfaktor A. Kann er nach vorne schieben. Interessiert mich jetzt nicht. Dann habe ich hier einstehen. Dann muss ich Koeffizientenvergleich machen, und zwar habe ich hier so ein Gebilde wieder, wie der Tiefpass, Charakteristik, also hier mit 1 durch 1 plus J Omega durch Omega Grenze, kann ich hier ein bisschen was wegkürzen, J J Omega Omega, dann bleibt übrig, 1 durch Omega G ist gleich hier L durch Rx plus RL, dann Omega G ist sozusagen Rx plus RL. L durch L. So, und das ist ja 2PF, also die 2Pi noch auf die andere Seite. Dann habe ich hier meine Grenzfrequenz, ist hier so gegeben. Können wir hier mal kurz berechnen, ob wir da was Sinnvolles kommen. Rx war 0,2, RL ist 4 und hier 2Pi mal 0,6 Mikrohenry. In den Taschenrechner reingeschrieben, also 4,2 durch 6,28 mal 0,6 mal 10 hoch minus 6 ergibt eine Frequenz von, ja, 1,1 Megahertz bei einem Meter, also für einen Meter, wenn ich jetzt, was weiß ich, eine Leitung habe mit 100 Meter, wie sieht es jetzt da aus? Wenn ich jetzt 100 Meter habe, mal 100, ja, Syntax Error, dann bin ich hier schon bei, also für 100 Meter, bin ich hier bei 11 Kilohertz, also für 100 Meter, und 100 Meter hat man gleich relativ schnell erreicht, bei so großen Lautsprecheranlagen bei irgendwie Festivals. Und dann seht ihr, bei 11 kHz haben wir hier die Grenzfrequenz, also sprich ab hier macht es hier den Knick. Und ich habe hier meine Übertragungsbahn von hier 20 Hertz bis hier 20 kHz. Und wenn ich hier bei 11 kHz schon abknicke, dann kann es sein, dass gewisse Sängerinnen, die eine hohe Stimme haben, hier ein bisschen gedämpft werden. Deswegen muss ich jetzt dieses C mit berücksichtigen in meiner Devise. Also vielleicht irgendwie schauen, dass man ein Kabel kauft mit einem niedrigeren Induktivitätswert und so weiter. Also wenn ich hier diese Längen habe. In diesem Sinne, hoffe, das Video hat euch gefallen. Das ist das komplette Paket hier, wie man sowas ganz einfach berechnen kann. Wie gesagt, diese Näherung, normalerweise müsste man hier Tiefpass zweiter Ordnung ergibt das dann hier schön rechnen, aber das wird hier eine extrem grausige Übertragungsfunktion. Also macht dann nicht mehr so viel Spaß. Auf jeden Fall mit dieser Methode geht es hier relativ easy, einmal mit C, einmal mit L das zu berechnen. Und ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Hier oben geht es noch zu einem weiteren Video und hier oben könnt ihr abonnieren, damit unterstützt ihr diesen Kanal. Würde mich auf jeden Fall freuen. Tschüss und auf Wiedersehen, euer Alexander Wimmich in Elektro-Elektronik für 5 Minuten.